Wunderschön. Ja, und danke für das Gebet. Das ist wirklich eine meiner herausforderndsten Predigten der letzten Monate gewesen. Denn wir sind ja immer noch in dieser großen Serie, Jesus nachfolgen, was heißt das? Nachfolge feiern, so nenne ich das. Und ich habe mich immer wieder gefragt, wenn das Thema Sabbat kommt, gibt es da nicht jemanden anders, der das machen könnte? Weil das ist einfach gerade nicht so mein Thema. Was ist denn jetzt hier? Das sieht man schon. Gut, perfekt. Genau, es ist für mich echt eine Herausforderung, darüber zu sprechen. Ich werde es auch gleich noch erzählen, warum. Und ich möchte euch, ihr jungen Leute, die ihr da hinten sitzt, sagen, wenn mir das jemand gesagt hätte, als ich 16, 17, 18 Jahre alt gewesen wäre, hätte ich damals, glaube ich, nicht zugehört. Aber wenn jemand gesagt hat, das ist wichtig, dass du das verstehst, dann hätte ich, glaube ich, eher zugehört. Und ich hoffe, ihr nehmt da was mit, weil ich glaube, das ist eine der wichtigsten Themen auch in unserer Zeit. Ich habe mich lang gefragt, was hat denn Sabbat halten oder Ruhetag halten, was hat denn das mit Nachfolge zu tun? Eigentlich habe ich gedacht, gar nichts. Ich dachte so, das ist vielleicht was für die Leute, die halt in einem gewissen Alter sind, wo man sich viel ausruhen muss und so. Aber ich fühle mich fit und stark und ich bin aber inzwischen zu einer ganz anderen Überzeugung gekommen. Ich halte es nicht nur für ein wichtiges Thema, sondern ich halte es für ein ganz zentrales Thema der Nachfolge, wenn wir das bis zu unserem Lebensende durchhalten wollen. Wisst ihr, Nachfolge ist nicht ein 100-Meter-Sprint. Das betrifft unser ganzes Leben. So, geht es weiter? Ja, genau. Wir werden uns die nächsten zwei Sonntage, also heute und die nächsten zwei Sonntage, mit diesem Thema Ruhetag, Sabbat befassen. Und das ist ja, sag ich mal, so ein Thema, was ich ja gerne nicht haben wollte, aber ich habe mich auch überlegt, warum sträube ich mich so? Warum fällt mir das so schwer? Und ich muss ein ganz ehrliches Bekenntnis heute sagen. Ja? Heute ist Bekenntnistag. Ich habe in all den Jahren, wo ich für die Gemeinde arbeite, wo ich hier angestellt bin, ganz selten wirklich einen Ruhetag gehabt. Und früher war ich stolz drauf, inzwischen schäme ich mich fast dafür. Ich bin nicht mehr stolz drauf. Ich habe all die Jahrzehnte, oder ja, was sind wie viele Jahre, das sind vielleicht 30, fast 30 Jahre, genau, habe ich einfach dieses Thema für nicht wichtig gehalten. Ich glaube, das ist nicht notwendig. Ich brauche das nicht. Wenn es andere brauchen, okay, ja, dann, ich habe es aber ein bisschen belächelt, um ehrlich zu sein, aber ich brauche es nicht. Ich habe immer so gedacht oder mir das schön geredet, wenn ich hier auf dieser Erde bin, dann will ich wirklich für Jesus alles geben, für sein Königreich alles geben. Und dann, wenn ich mal beim Herrn bin, wenn ich meinen Lauf vollendet habe, dann kann ich mich ja ausruhen. Warum soll ich einen Tag in der Woche verschwenden mit Nichtstun? So war meine Denke. Aber es gab noch einen anderen Grund, den habe ich noch nicht verstanden, erst als ich Ende März diesen Jahres richtig heftig Corona hatte. Also Christina und ich, wir haben es beide, wir haben uns das geteilt. So. All die Jahre, wo alle Corona hatten, hatten wir nichts. Und dann, wo Corona vorbei war, haben wir es bekommen. Und es war nicht nur so Corona, wie es halt manche so erleben, dann ziehst du das so durch, sondern es war richtig schlimm. Also wir haben das richtig heftig gehabt. Christina heftig und ich war todkrank. Jetzt, Gott sei Dank, kann ich drüber lachen auch, aber es war wirklich schlimm. Besonders drei Tage in dieser Zeit, in den insgesamt 10 Tagen, waren so schlimm, dass ich keine Kraft mehr hatte. Ich habe nicht mal geschafft, eine kleine Runde meinen Spaziergang zu machen. Ich war fix und fertig. Mir ging es also körperlich wirklich schlecht und dann fängt an, meine Seele komische Botschaften zu schicken.
die ich mit meinem Verstand alle ablehne. Aber sie waren trotzdem da und diese Stimmen waren nicht leise, sondern sie wurden immer lauter. Zum Beispiel, was ist, wenn das nicht mehr aufhört? Wenn du Long-Covid hast? Wenn du nicht mehr zu Kräften kommst? Was bist du dann noch wert? Du kannst nichts mehr fürs Reich Gottes bewegen. Dann bist du unwichtig. Die Leute schätzen dich auch nicht mehr. Dann bist du nobody. Du bist da irgendwo außen vor. Und du bist für die anderen Leiter, für die Gemeinde, für das Reich Gottes und vielleicht auch für Gott unbedeutend und unwichtig. Und das Reich Gottes geht ohne dich weiter. Und in meinem Kopf wusste ich natürlich, dass das alles nicht stimmt. Aber ich habe mich gefragt, warum meine Seele so laut das spricht in dieser Zeit. Und die Krönung kam dann noch, als ich eines Nachts geträumt habe. Ich träume eigentlich, also ich träume wahrscheinlich jeden Tag oder jede Nacht. Aber ich kann mich nicht erinnern. Aber dieser Traum war mir noch ganz deutlich in Erinnerung. Ich habe geträumt, dass ich im Iran bin und dort predige in der Untergrundkirche und ich kenne einige Leute ja auch aus dem Iran und dann hat mich die Geheimpolizei erwischt und ich kam ins Gefängnis und in dieser Zelle und es war so real für mich und ich war da, habe mich in dieser Zelle gesehen und dann kamen solche Gedanken, wenn sie mich jetzt hinrichten, wenn ich nicht hingerichtet werde, werde ich überhaupt wieder aus dieser Zelle rauskommen oder werde ich den Rest meines Lebens dort verbringen? Und ich kann mich noch so gut erinnern, in diesem Traum kam so eine totale Panik über mich. Nicht nur, dass ich da vielleicht hingerichtet werde oder so, das ist schon schlimm genug. Aber das Schlimmste war, dass ich keine Kontrolle mehr hatte über mein Leben. Jemand anders bestimmt mein Leben und tut etwas mit mir, was ich nicht will. Und ich bin panisch aufgewacht. Und es war so schrecklich. Und dann habe ich gemerkt, hey, Träume sind ja Spiegelbilder der eigenen Seele. Und dann wusste ich, mein Thema für die kommende Fasten- und Gebetszeit ist das, mich damit auseinanderzusetzen. Und du fragst dich, was hat es jetzt mit dem Sabbat zu tun? Das hoffe ich, dass ich in den nächsten Minuten dir deutlich machen kann. Ich habe schon angesprochen, dass ich so einen inneren Konflikt hatte. Ich will das nochmal genauer erklären, warum ich diesen Konflikt habe, über dieses Thema zu sprechen. In all den anderen geistlichen Übungen, die wir hier uns mit befassen, zum Beispiel Fasten, Gebet, Bibellesen, Einsamkeit, in all den Bereichen habe ich meine Erfahrungen. Da kann ich was aus meiner eigenen Erfahrung mitteilen. Und es ist mir auch total wichtig, dass wenn ich hier irgendwas sage und was verkündige, dass es auch irgendwie mit meinem Leben in Einklang ist. Ich will nicht irgendwo Theorie reden, aber bei dem Thema Sabbat habe ich gemerkt, da bin ich wie der Blindgeborene, der einen Vortrag über die Farben halten soll. Ich kann nicht viel dazu sagen. Und dann habe ich das mit einem Bekannten geteilt, der übrigens in 2 Wochen hier auch predigen wird. Und ich wusste, der macht es. Der macht es, seitdem er Jugendlicher ist. Hält er den Sabbat? Ich sagte, hey, sag mal, einmal kannst du dich kommen und predigen? Hat er gesagt, ja, mache ich, aber erst in 2 Wochen. Und kann ich überhaupt, habe ich ihn tatsächlich gefragt, kann ich überhaupt darüber sprechen? Hat er gesagt, doch, du kannst. Du redest halt jetzt mehr aus der Theorie. Aber ich habe gesagt, ich will auch heute das so auch öffentlich machen. Ich will das wirklich jetzt anfangen einzuüben. Ich will echt umkehren, weil ich habe den Sabbat nicht als heilig gesehen. Ich habe ihn einfach so gesehen als irgendwas, das kann man halt mal machen, wenn man Zeit hat. Und Zeit hat man ja nie. Ne? Ich habe ihn nicht wertgeschätzt. Ich hab ehrlich gesagt die Leute auch belächelt, die auf ihrem Sabbat so bestehen. Und ich wollte, das war für mich auch wichtig, ich wollte gar nicht gesetzlich sein. Ich wollte nicht so sein wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die, damit man ja den Sabbat hält, so viele Gebote drumherum gebaut haben und dann so verrückte Sachen wie, du kannst nur so viele Schritte gehen und so, und wenn du einen Schritt mehr machst, hast du den Sabbat gebrochen. Das fand ich absurd, ich fand es blöd und das wollte ich nie. Ich bin aber auf der anderen Seite vom Pferd runtergefallen und habe das dann nur dann gemacht, nur dann meinen Ruhetag genommen, wenn ich absolut am Ende war,
seelisch, körperlich, geistlich ausgepowert. Dann habe ich so einen Sabbat gehalten. Mehr schlecht wie recht. Und Jesus sagt mal in der Diskussion mit den Pharisäern einen ganz wichtigen Satz. Und der ist für uns wirklich wichtig. Der sagt, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Das heißt, Gott hat den Sabbat, den Ruhetag für den Menschen gemacht und nicht, dass wir als Mensch versuchen, irgendwie dem Sabbat sozusagen gerecht zu werden. Aber das heißt auf der anderen Seite nicht, dass das Sabbatgebot meiner Beliebigkeit unterworfen ist, dass ich mir das überlegen kann, halte ich ihn nicht, wenn ich Bock habe, mache ich es, wenn ich keinen Bock habe, mache ich es nicht. Das habe ich inzwischen verstanden, dass es nicht meiner Beliebigkeit unterworfen ist. Es ist ein Gebot Gottes. Gott hat den Ruhetag eingesetzt und nicht nur für das jüdische Volk. So habe ich mich auch ein bisschen rausgeredet. Naja, die Juden, für die ist es gut, wenn die das machen. Freitagabend, Schabbat bis Samstag. Aber wir sind aus den Nationen, für uns ist es nicht so wichtig. Aber ich habe inzwischen erkannt, dass genauso wie Gebet, Großzügigkeit, Fasten und so weiter, auch das Sabbat halten ein wesentlicher Bestandteil des Lebensstils von einer Jesus-Nachfolge ist. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass der Sabbat die einzige geistliche Übung ist, die es in den Top 10 der Gebote Gottes geschafft hat? Tatsächlich. Welches Gebot ist es? Ihr habt vielleicht mal gelernt im Rallye-Unterricht oder so. Ja, genau, gut. Das dritte Gebot. Was steht da? Du sollst den Feiertag heiligen. All die anderen Gebote, all die anderen neuen Gebote, die wusste ich, die gelten für mich natürlich auch. Ja? Dass ich nicht lüge, dass ich nicht stehle, dass ich nicht Ehebruch begehe und so. Aber diesen Sabbat, den habe ich irgendwie immer ein bisschen ausgeblendet. Aber das ist doch krass, wir orientieren uns auch als Volk Gottes im Neuen Bund ganz stark auch an diesen Top 10 der Gebote Gottes, nur den Sabbat lassen wir oft außen vor. Ich glaube, ich rede nicht nur von mir. Ich glaube, es betrifft einige auch von uns hier. Wir schauen uns das mal an, was Gott hier sagt. Okay, jetzt kommen wir doch irgendwie. Mein Dings hat nämlich gespackt hier. Jetzt geht's, ne? Beachte den Sabbattag, um ihn heilig zu halten, so wie der Herr, dein Gott, es dir geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin, die haben damals schon gegendert, interessant. Und es ist wirklich so, es steht wörtlich so drin. Ich habe erst gedacht, das liegt an der Übersetzung, nee, aber es ist tatsächlich so. Und dein Rind und dein Esel, also auch die Tiere, und dein Vieh und der Fremde bei dir innerhalb deiner Tore wohnt, damit dein Sklave und deine Sklavin ruhen wie du. Und denke daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Also der Sabbat ist Teil von Gottes Lebensrhythmus. Der hat uns in der Schöpfung schon gezeigt. 6 Tage, in 6 Tagen sagt uns die Bibel, hat Gott die Welt geschaffen, ob du das jetzt wörtlich glaubst oder nicht, sei mal dahingestellt. Ja, aber so wird es uns beschrieben. 6 Tage hat Gott die Welt und das Universum und alles, was in der Welt ist, geschaffen. Und am 7. Tag hat er was gemacht? Geruht. War denn Gott so erschöpft nach der Schöpfung? So ausgepowert, dass er das gebraucht hat? Nee. Gott ist Gott, er wird nicht müde und sagt, oh, habe ich es gerade noch geschafft, so, den letzten Stern noch zu schaffen und dann ist aber, mir ist die Puste ausgegangen. Nee, er ist Gott, aber er ruht trotzdem von seiner schöpferischen Tätigkeit
Und nicht, er ruhte sich nicht aus in dem Sinn, wie wir das vielleicht verstehen, sondern er freute sich an dem, was er geschaffen hat. Er hat es angeschaut und sich einfach dran gefreut. Und er hat uns dadurch ein Modell gegeben, was für unsere Lebensgestaltung total wichtig ist. Und das ist eben kein optionales Modell, sondern es ist ein Gebot. Gebot des Ruhetags. Und Gott will uns da in etwas hineinführen, was einen gesunden Lebensrhythmus angeht. Es ist immer so ein Wechsel, Arbeit und Ruhe. 6 Tage Arbeit, Produktivität, Aktivität und dann einen Tag Pause. So hat Gott sich das vorgestellt. Arbeit, Ruhe, Arbeit, Ruhe. Und Gott hat beides eingeführt. Er hat die Arbeit geschaffen. Also es ist nicht so, dass wir sagen können, ja, der Ruhetag, der ist von Gott eingesetzt. Aber die Arbeit, das ist bestimmt ein Werk des Teufels. Nein, das hat Gott auch eingeführt. Das war seine Idee. Und in beidem will er uns segnen. Ich möchte gerne euch ein bisschen herausfordern, bevor wir zum Thema Sabbat gehen, dass wir uns mal ganz kurz mit dem Thema der Arbeit beschäftigen. Oder in der Schule. Es ist vielleicht anders. Im Studium ist auch eine gewisse Art von Arbeit, aber es ist andere Arbeit, wie wir das vielleicht sonst so in der Firma beim Josch so kennen. Ja? Aber es ist alles Arbeit. Darf ich dich mal fragen, warum arbeiten wir überhaupt? Und warum ist es überhaupt gut zu arbeiten? Können wir so in kleine Gruppen zusammengehen? Oh nein, nicht schon wieder Gruppenarbeit. Für alle Gäste, wir machen das hier, dass wir immer wieder uns mit ein paar Fragen während der Predigt auch austauschen. Tauscht euch mal drüber aus, warum es gut ist zu arbeiten, warum arbeiten wir überhaupt? Okay, ein paar Minuten nehmen wir uns Zeit, geht zusammen zu viert, zu fünft und tauscht euch drüber aus. Okay, kommt einfach zum Ende eures Austausches und dann setzt euch wieder zurück. Ja, braucht auch keine Antworten. Es ist gut, wenn man sich einfach austauscht. Zum Thema Arbeit hat man so oft so ein zwiegespaltenes Verhältnis, ja. Das ist ein bisschen wie bei Marmite. Kennt ihr die Werbung von Marmite? Dieses englische Zeugs. You love it or you hate it. Ja, du liebst sie oder du hasst sie. Muss halt sein und so. Aber es gibt bestimmte Dinge, die uns vielleicht deutlich geworden sind, warum es wirklich gut ist zu arbeiten. Warum Gott auch uns damit gesegnet hat. Arbeit ist kein Fluch, sondern es ist ein Segen. Ihr seid vielleicht auch auf diese 3 Punkte gekommen, ist vielleicht auch auf mehr, aber 3, die mir wichtig sind. Das erste ist, wir verdienen natürlich da auch unser Brötchen. Ja? Gott sagt mal, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Genau. Also Lebensunterhalt verdienen ist ein Aspekt. Das zweite ist, Arbeit gibt uns auch einen gewissen Wert. Da ist eine Sinnhaftigkeit drin. Ich habe mit Menschen gearbeitet, die lange Zeit arbeitslos waren. Wisst ihr, was das mit den Menschen macht? Sie fühlen sich wertlos. Die werden psychisch krank sogar. Das ist ein ganz schlimmer Zustand. Ich habe das noch nie erlebt, aber was sie mir erzählt haben, muss das wirklich, wenn du langjährig arbeitslos bist, was ganz Schreckliches sein. Also es gibt uns einen gewissen Wert. Und das Dritte ist, wenn wir eine Arbeit erledigen können, dann gibt es ein tiefes Gefühl von Befriedigung, vor allem wenn man so eine Arbeit macht wie du. Ja, wenn man was schreinert oder ein Möbelstück produziert und dann schaut man sich's an und hat man so tiefe Befriedigung, wenn es gut geworden ist. Meistens, genau. Manchmal ärgert man sich auch, hätte man noch besser machen können, aber in der Regel so. Diese 3 Dinge, wir verdienen unseren Lebensunterhalt, es gibt uns einen Wert und es gibt uns auch Befriedigung.
Und doch will Gott, dass wir einen Tag in der Woche nicht arbeiten. Und da steckt eine wichtige Botschaft drin, die tiefer geht als nur, dass wir uns erholen. Jetzt wird es tief, ja, also passt auf. Wenn wir den Sabbat halten, das ist der erste Punkt, erinnern wir uns daran, dass Gott unser Versorger ist. Nicht wir sind die, die für unseren Lebensunterhalt sorgen, sondern Gott ist letztendlich unser Versorger. Es gibt an verschiedenen Stellen in der Bibel, wird es aufgezeigt, ich habe im Psalm einen schönen Vers gefunden, Psalm 55, heißt es, wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird für dich sorgen oder der wird dich versorgen. Also so oft finden wir das auch in Matthäus 6, wo Jesus und auch im Lukas, wo Jesus ganz klar darüber spricht, der Papa im Himmel ist dein Versorger. Auch wenn du einen tollen Job hast, er versorgt dich. Das zweite ist, ja, die Arbeit gibt uns einen gewissen Wert. Deswegen kriegen wir auch einen Lohn, eine Entlohnung für unsere Arbeit in der Regel. Aber wenn wir den Sabbat halten, drücken wir etwas anderes aus, nämlich, dass wir wertvoll sind, auch wenn wir keine Leistung bringen. Und in unserer Leistungsgesellschaft, in der wir leben, ist es doch so, dass der Wert eines Menschen ganz stark von seinem Erfolg, von seiner Produktivität, von dem, was er leistet, abhängt. Oder zumindest glauben wir das oft in unserem Kopf. Wenn du erfolgreich bist, dann ist es gut, dann bist du wertvoll. Wenn du nicht erfolgreich bist, dann bist du der Loser. Wenn du keine Leistung bringst, dann bist du nichts wert. Aber die Wahrheit ist, und das musste ich mir auch wieder neu vor Augen führen, die Wahrheit ist, wir sind in Gottes Augen wertvoll und geschätzt, auch wenn wir nicht produktiv sind. Gott freut sich über uns, auch wenn wir nicht die Leistung bringen, die wir auch von uns selbst erwartet haben. Ihr kennt diese Geschichte, aber die hat sich so deutlich wieder in meinen Geist, in mein Herz eingebrannt. Als Jesus getauft wurde, ja, kennt ihr diese Geschichte? Dann heißt es, dann öffnet sich der Himmel, eine Taube kommt herab und eine Stimme kommt aus dem Himmel und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich mich freue. Hat Jesus da schon irgendwas Produktives gemacht? Bitte? Geschreinert hat er, genau. Das hat er schon gemacht, ja. Aber nichts sozusagen, keine Wunder vollbracht, kein Wasser in Wein verwandelt und solche Dinge. Und trotzdem sagt Gott, du bist mein geliebter Sohn. Unabhängig davon, ob er was produziert und geleistet hat. In meinem Kopf hatte ich solche Gedanken entdeckt und vielleicht ist es bei dir auch so, die mir eingeredet haben, ich darf nicht aufhören, ich muss mich immer mit irgendwas beschäftigen. Immer produktiv sein. Ich kann mir keinen Ruhetag leisten und ich muss mir letztendlich auch irgendwie immer was verdienen, Anerkennung und Wert verdienen. Und in unserer Kultur, in der wir leben, wird uns das oft so vorgemacht, tatsächlich, dass wir nur bedeutsam sind, wenn wir auch was vorweisen können. Wir haben so einen Druck, ich weiß nicht, ob ihr das spürt, ja, in unserer Gesellschaft, oder vielleicht machen wir uns den auch selber, dass es immer besser, immer schneller, immer höher, immer weiter gehen muss. Und wenn du da nicht mitmachst, dann bist du außen vor. Wir werden so richtig Sklaven, ja, wir haben es hier in diesem Text von den Sklaven, das Volk Israel sollte sich erinnern, dass sie damals Sklaven waren, ohne einen Ruhetag. Da haben die wirklich 7 Tage die Woche gearbeitet. Die wurden ausgebeutet. Aber wir sind oft manchmal, je nachdem, ja, Sklaven von unseren eigenen Gedanken. Ich kann es mir nicht leisten. Ich muss ständig irgendwo beschäftigt sein. Ich muss ständig irgendwas machen. Und mit dem Geschenk des Sabbats lädt uns Gott ein, dass wir uns mit ihm, mit dem Gott der Ruhe, wir hatten es vorhin, mit dem Gott der Stille verbinden. Dass wir uns da mit ihm verbinden. Und das Dritte ist, wir haben gesagt, ja, die Arbeit ist befriedigend. Ja, das gibt mir irgendwas. Aber an diesem Tag des Sabbats, das sage ich jetzt in der Theorie, ja, werden wir etwas Wunderbares entdecken. Nämlich die größte Freude, und das kenne ich wieder von eigener Erfahrung, die größte Freude, die tiefste Befriedigung ist tatsächlich in Gemeinschaft mit Gott zu leben.
das zu genießen. Mit Freunden, mit Familie. Einfach Beziehungen ist letztendlich das, was wirklich das Reich Gottes ausmacht. Nicht die Arbeit, nicht die Produktivität, sondern wirklich Freundschaft, Beziehung, vor allem die Gemeinschaft mit Gott. Nicht die Arbeit, aber auch nicht die Freizeitaktivitäten, auch nicht der Konsum und der Medienkonsum oder irgendeine Art von Konsum kann uns wirklich zutiefst befriedigen. Jemand hat es mal so gesagt, ich werde satt darin, wenn ich Jesus anschaue. Das stimmt. Ich werde satt, wenn ich Jesus anschaue und seine Worte des Lebens höre. Also diese drei Dinge will uns der Sabbat lehren. Dass Gott unser Versorger ist, dass unser Wert nicht in unserer Leistung liegt und die größte Freude und Befriedigung in der Gemeinschaft mit Gott, mit der Familie und mit Freunden zu finden ist. Und jetzt wollen wir uns mal konkret nochmal damit beschäftigen, was für Elemente gehören denn zu dem Ruhetag dazu? Warum geht es da eigentlich wirklich? Letztendlich ist der Sabbat ein Tag von 24 Stunden. Also nicht nur ein paar Stunden, sondern es sind 24 Stunden, an denen wir die Arbeit ruhen lassen, indem wir uns erholen, das Leben genießen und Gott betrachten. Der jüdische Feiertag fängt ja immer am Freitagabend an, mit Sonnenuntergang und geht bis Samstagabend auch zum Sonnenuntergang. Und in den meisten christlichen Kirchen und in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur hat sich das jetzt so eingebürgert, dass wir den Sonntag feiern. Wenn du in Israel bist, dann wird natürlich der Schabbat gefeiert, aber hier bei uns ist der Sonntag ein Ruhetag. Ich weiß nicht, ob wir das so schätzen, aber wenn man in viele Ländern rumgekommen ist, dann weißt du, dass in den meisten Ländern dieser Welt der Sonntag ein Tag ist wie jeder andere. Da gehst du shoppen, da gehst du arbeiten, da gehst du einkaufen, da gehst du irgendwie anderen Beschäftigungen nach. Und wir haben in unserem Land, in Bayern, ich habe extra mal nachgeguckt, ein Gesetz, das die Sonntagsruhe schützt. Sogar Gottesdienstruhe, da dürfte keinen Lärm draußen machen. Das Gottesdienst muss geschützt werden, das ist gesetzlich verankert. Aber wir haben ja gesehen, dass der Ruhetag in Gottes Schöpfungsordnung begründet ist. Aber an welchen Tag wir den Ruhetag feiern, das ist zweitrangig. Das ist wirklich nicht so wichtig. Es gibt manche Leute, die sagen, es muss der Schabbat sein, von Freitagabend bis Samstagabend. Das glaube ich nicht. Wir sind da echt frei vom Gesetz. Wir sind nicht frei davon, dass wir den Sabbat halten, aber wir sind nicht gebunden, dass wir das Freitagabend bis Samstag machen, sondern ein Tag in der Woche, der für dich passend ist, der wirklich gut geeignet ist. Bei mir ist es sicherlich nicht der Sonntag, aber bei euch könnte es durchaus der Sonntag sein. Das ist wirklich für die meisten Arbeitnehmer vermutlich der beste Tag. Aber worauf es wirklich ankommt, ist, dass wir diese 24 Stunden wirklich frei halten, uns Zeit nehmen für Gott, für Freundschaft, für Erholung und dass wir diese Zeit schützen und heilig halten. Und das ist wirklich ein Kampf und ich merke das ja selber, wo ich mich jetzt mehr damit beschäftige. Es gibt so viele Dinge, die uns das rauben wollen. Jobs, Ablenkungen, To-Dos, Aufgaben, all das, die uns diesen Sabbat rauben wollen. Wir schauen uns mal vier Elemente an, die für den Sabbat wichtig sind. Ich werde es nur kurz anreißen und dann denke ich, die nächsten Wochen werden wir das vertiefen. Das Erste ist, und die Reihenfolge ist auch wichtig, das Erste ist, dass wir mal innehalten oder anders ausgedrückt, dass wir die Pause-Taste drücken. Der Sabbat ist also ein Tag, an dem wir keine Arbeit verrichten und zwar jegliche Arbeit, nicht nur die Arbeit, für die wir bezahlt werden, sondern auch andere Arbeiten. Warum ist es so gut und so wichtig? Weil wir lernen müssen, dass wir bestimmte Dinge auch unerledigt mal ruhen lassen können. Ach, das fällt mir so schwer. Wenn ich irgendwo einen Job habe und dann will ich den zu Ende bringen. Wenn eine E-Mail kommt, will ich das beantworten. Aber Sabbat halten heißt, dass ich ein Ja sage zu meinen Grenzen. Dass Dinge unerledigt bleiben dürfen und erst in 24 Stunden später wieder aufgegriffen werden können. Ich darf lernen, da meinen Frieden zu machen und Gott regiert immer noch das Universum. Er sitzt auf dem Thron, auch wenn ich meine Jobs nicht alle erledigt bekomme. Das bedeutet ganz praktisch, dass ich, sage ich jetzt in der Theorie, ja, keine E-Mails beantworte,
keine Anrufe beantworte, dass ich Dinge einfach liegen lassen kann. Und vor allem, was wahrscheinlich die größte Herausforderung ist, dass ich 24 Stunden die sozialen Medien mal ruhen lasse. Keine WhatsApps, keine Dinge. Echt? Geht es? Es geht, es geht. Aber es ist ein Kampf, natürlich. Es ist nicht einfach. Und ich mache auch sonst nichts, was so nach Arbeit aussieht. Also nicht Wäsche waschen, putzen, einkaufen. Außer es gibt, macht mir so eine Freude. Es macht mir so eine Freude. Es ist so ein, da lebe ich richtig auf. Ja? Das ist wirklich, ja. Genau, man muss Obacht geben, dass man sich selber nicht betrügt da drin. Ja, ja genau, genau. Ich habe gemerkt, dass für mich diese Aufgaben oft die willkommene Ablenkung sind. Weil ich es nicht aushalte, einfach mal nichts zu tun. Einfach mal zur Ruhe zu kommen. Deswegen, ach, wenn ich was sehe, dass ich irgendwas erledigen muss, ach, dann mache ich das halt schnell. Und deswegen glaube ich auch, dass Gott gesagt hat, wirklich absolut Ruhe. Nichts zu tun. Versteht ihr, nicht aus einer Gesetzlichkeit heraus, sondern um das zu schützen, das zu bewahren. Weil wir halt immer irgendwelche Dinge haben können, mit denen wir unseren Ruhetag, unsere Zeit, die wir mal nichts in unserem Job tun, mit anderen Sachen füllen. Haushaltsjobs, Reparaturen, dieses und jenes. Kochen, natürlich. Kochen kann man aber auch. Ne? Die Juden machen das ja so, die kochen vor. Dass sie dann nur noch aufwärmen müssen. Auch eine Überlegung. Also man muss mal überlegen, kreativ sein, wie, was es da für Möglichkeiten gibt. Aber versteht nicht, wir gehen nicht gesetzlich ran, sondern wir versuchen es als eine Übung zu verstehen. Und da will ich euch auch herausfordern, wie ich mich auch herausfordere, das anzugehen. Ja? Ich glaube, der Unterschied, wann Arbeit gut ist, ist, wenn ich nicht in Unfrieden bin, wenn ich es nicht mache, nach dem Motto, ich halte das nicht aus oder ich, das muss erledigt werden. Sondern wenn ich einfach sage, ach, muss ich den machen, aber es ist gut, es macht Spaß. Ne? Genau. Ja. Dass ich eine Freiheit habe. Genau. Ganz genau, ganz genau. Okay, ich gehe noch durch die anderen Punkte. Das zweite ist, erste ist Pause-Taste drücken, das zweite ist ruhen. Wenn wir ruhen, dann heißt es, dann ruhen wir so wie Gott. Ja, also natürlich brauchen wir auch körperliche Erholung, wir entspannen uns, aber wir schauen uns auch die Dinge an, die er gut gemacht hat. Wir freuen uns an bestimmten Dingen. Und wir tun nur die Dinge, die wirklich auch unseren Energietank wieder auffüllen, wo wir wieder davon leben. Hast du dir schon mal gefragt, was dir hilft, zur Ruhe zu kommen oder anders ausgedrückt, was hilft dir, runterzufahren? Dein Körper, das ist relativ leicht. Ja? Dann lege ich mich auf die Couch oder ins Bett oder was auch immer, dann erholt sich mein Körper. Aber wie entspannt denn deine Seele? Oder was noch herausfordernd ist, wie kriege ich denn meine Gedanken zur Ruhe? Dass meine Gedanken runterfahren. Was hilft mir dabei? Ein kleiner Tipp aus meinem begrenzten Erfahrungsschatz. Wenn ich so Auszeiten habe, das habe ich ja gemacht, ja, dass ich immer 3-4 Tage faste und bete und Auszeit nehme, dann ist es meistens so, am ersten Tag, wenn ich mich hinsetze und ich komme so runter, dann fallen mir alle möglichen Sachen ein, was ich noch erledigen muss. Den musst du noch anrufen, da ist noch etwas, was ich vergessen habe, das muss ich noch tun. Und dann habe ich mir das so angewöhnt, dass ich das entweder digital, inzwischen digital aufschreibe, dass ich es nicht vergesse. Einfach eine To-Do-Liste machen. Das bleibt jetzt da 24 Stunden oder bis nach meiner Auszeit und dann kann ich es wieder angehen. Es hat mir geholfen, die Sachen leichter aus dem Kopf zu kriegen. Ich habe inzwischen verstanden, warum die Juden den Freitagabend, den Sabbat beginnen. Weil die machen das so, die essen am Freitagabend mit Freunden, mit Familie, haben eine richtig gute Zeit mit Musik und gutes Essen und das ist eine fröhliche Angelegenheit. Und was kommt danach? Der Schlaf, die Nachtruhe. Und am nächsten Tag gehst du anders in diesen Tag, in diesen Schabbat-Tag, weil du einfach runterfährst. Das hilft dir, runterzukommen. Und das habe ich verstanden. Deswegen bin ich echt am Überlegen, dass ich das auch so mache, dass ich am Abend anfange und nicht mit dem Morgen. Aber das ist halt, muss jeder für sich rauskriegen, aber es hilft sicherlich, da runterzukommen.
Okay, wir gehen es noch durch. Der dritte Punkt ist, dass wir genießen. All das, was Gott geschaffen hat, hat er für sehr gut erklärt. Das war kein erschöpfter Kommentar, ach, endlich habe ich das erledigt, so die Schöpfung, sondern es war eine freudige Würdigung seiner großartigen kreativen Arbeit. Und wir dürfen da mitmachen. Wir sind eingeladen, an dieser Würdigung teilzuhaben. Wir dürfen seine Schöpfung, seine Gaben, alles, was Gott da gemacht hat, genießen und uns daran freuen. Eine gute Frage ist, die ich mir auch gestellt habe, was macht mir eigentlich Freude? Was tut mir denn wirklich gut? Kannst du dich mal fragen, mal selber fragen. Es kann sein, dass du Sport magst, wandern gehst, Hobbys nachgehst, gut essen gehst, mit Freunden eine super Zeit verbringst. Aber all das, was jetzt nicht den Charakter von anstrengender Arbeit hat. All diese Dinge sollten da Platz haben in diesem Ruhetag. Können wir das noch? Ich habe gemerkt, ich krieg's gar nicht mehr hin. Okay. Und das Letzte und vielleicht Wichtigste ist, dass wir in diesem Tag uns ausführlich Zeit nehmen für Gemeinschaft mit Gott. Das eigentliche Ziel vom Sabbat ist, nicht nur zur Ruhe zu kommen, nicht nur Pausetaste zu drücken und einfach zu entspannen, sondern sich an Gott zu freuen, die Gemeinschaft mit Gott zu genießen. Was aber die Geschichte kennt von Martha und Maria, wahrscheinlich kennt ihr die alle, ne? Da wird es uns so deutlich vor Augen geführt. Ja? Nochmal zur Erinnerung, Jesus kommt zu diesen beiden Schwestern, Martha und Maria, zu Besuch. Und die Martha sieht ihn und als jüdische Gastgeberin weiß sie, sie muss jetzt hier diesen müden Wanderer gut versorgen. Und sie holt Wasser und bereitet ein Essen vor und schaut, dass Jesus sich gut ausruhen kann. Und die Schwester, die Maria, genau, habe ich vorhin Martha gesagt? Ja, habe ich richtig gesagt, okay. Die Maria sitzt einfach da und hört Jesus zu, wie er über sein Reich spricht, wie er über seinen Vater im Himmel spricht und sie ist total begeistert. Und dann lese ich uns vor Lukas 10, finden wir diese Geschichte. Irgendwann hat es die Martha so geärgert. Und da stellt sie sich vor Jesus hin. Ihr könnt euch das so richtig vorstellen. Herr, sagte sie, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Ist immer so schön, ne? Sag doch ihr, sie soll mir helfen. Aber Martha, entgegnete ihr Jesus, Martha, du bist beunruhigt und machst dir Sorgen um so viele Dinge. Notwendig ist aber nur eins. Maria hat das Bessere gewählt. Und das soll ihr nicht genommen werden. Also der Sabbat lädt uns ein, die unsichtbare Welt hinter der sichtbaren Welt zu entdecken und da drin zu leben. Das heißt nicht, dass wir den ganzen Tag jetzt Bibel lesen und beten, aber dass wir hinter dem, was wir sehen, die Schöpfung und die Freundschaften, die Beziehungen, dass wir Gottes Liebe erkennen. So viele Momente gibt es da, die wir entdecken dürfen, wie Gott uns so sehr liebt. Aber dafür brauchen wir Zeit. Und es kann in allen möglichen Dingen sein, von den Hobbys bis Sport, bis Kreativität, Kunstwerke, alles, was wir anschauen, alles verkündigt die Liebe Gottes. Okay, die vier Elemente des Ruhetags könnt ihr euch auch ein Foto machen, dass ihr es nicht vergesst. Pause-Taste drücken, ruhen, genießen, Gemeinschaft mit Gott. Wir werden es die nächsten zwei Wochen nochmal vertiefen, aber die Challenge will ich euch trotzdem noch mitgeben. Oh, sorry, nochmal zurück. Die Sabbat-Challenge, da könnt ihr euch alle Fotos machen. Für die Anfänger, fang an, den Sabbat zu halten. Das ist die Challenge, das ist auch meine Challenge. Für alle, die das schon kennen, die das schon gewohnt sind, dann gebe ich dir die Challenge, dass wir den Ruhetag nochmal nach diesen vier Elementen anschauen. Findest du all diese vier Elemente da drin? Kannst du die Pause-Taste drücken? Kannst du ruhen, genießen, Gemeinschaft mit Gott erleben? Und wenn es noch nicht so ist oder wenn nur ein paar Elemente drin sind, dann fang an, das mal einzuführen. Baue es ein in deinen Ruhetag.
Und dann, was echt gut ist, wenn man sich mit anderen darüber austauscht. Wir machen das auch das nächste Mal oder die nächsten zwei Mal, dass wir austauschen, welche Erfahrungen machen wir damit? Was haben wir dabei erlebt? Okay? Ich würde gerne noch beten. Ja. Jesus, ich danke dir, dass du uns das selber vorgelebt hast, auch den Sabbat zu halten. Du hast es selber getan und ich bitte dich für uns, Herr, dass wir auch da lernen, wirklich in deinen Spuren zu gehen und es zu tun, was du uns auch geboten hast. Herr, vergib mir, vergib uns, Herr, wo wir das nicht so für wichtig genommen haben, wo wir das belächelt haben, und lehr uns, Herr, da hineinzukommen, was du für uns als Volk Gottes vorbereitet hast, wirklich in diese Zeit der Ruhe und wo wir dich anschauen, wo wir Zeit mit dir und mit anderen verbringen und diesen Tag wirklich genießen. Lehre uns, Herr, in Jesu Namen.